Und dann kann die Fehlersuche wieder beginnen. Hallo Leute und willkommen hier bei MiAppleCast. Ich habe hier mal wieder einen OBD2 Diagnosescanner für das Auto, also für alle Autos so ab Baujahr 96. Da sind ja diese OBD2 Schnittstellen verbaut worden und hiermit kann man natürlich wieder eine ganze Menge machen. Und ich habe auch den perfekten Patienten dafür, wo wir dieses Gerätchen später ausprobieren können. Aber zuerst werfen wir mal einen genaueren Blick drauf. Und das ist das Gerät, das ist die Packung, die kann zur Seite. Und hier haben wir nochmal unsere Anleitung, kommt von Uten. Und ihr seht schon, wir haben hier ein schönes Farbdisplay, 2 Zoll groß. Das finde ich schon mal ganz nett. Schauen wir mal kurz einmal hier in die Anleitung rein. Ja, da ist wirklich alles sehr, sehr schön erklärt, allerdings nur für diejenigen, die auch Englisch können. Also könnt ihr Englisch, könnt ihr es lesen, könnt ihr kein Englisch, könnt ihr es nicht lesen. Was haben wir noch dabei? Wir haben ein, was ist denn das hier noch für ein Stecker? Mini-USB, glaube ich, auf USB-Kabel, denn man kann das Teil hier auch mit dem PC verbinden, um dann irgendwelche Werte, Diagnosen und sowas auszudrucken. Das ist auf jeden Fall, ja, wenn man es etwas, sage ich mal, ernsthafter betreibt, eine gute Sache. Für den, der nur mal reinschauen will, ist das eher uninteressant. Und ja, hier haben wir den OBD2-Stecker an und für sich selbst ein schön langes Kabel dran. Das finde ich auch gut, denn je nachdem, wo der Stecker ist, will man sich ja nicht unter das Lenkrad legen, um es abzulesen. Und dann haben wir unseren eigentlichen Diagnosescanner. Batterien braucht er keine, denn er bekommt seinen Saft hier vom Stecker selbst. Und da ist noch eine kleine Schutzfolie über dem Display drüber. Machen wir die noch runter. Und dann kann es auch schon gleich losgehen. Ein paar Produktfeatures will ich euch kurz noch sagen, bevor wir das Teil ausprobieren. Wir können hiermit auch den Batteriestatus überprüfen. Ihr könnt damit den O2-Sensor überprüfen. Ihr könnt natürlich die Fehlercodes auslesen und löschen, was man alles hier so mit erwartet. Und wie gut das funktioniert, das probieren wir jetzt mal aus. Denn dafür habe ich den perfekten Patienten. Bei dem leuchtet die Motorkontrollleuchte nämlich chronisch schon seit Monaten. Kommt mal mit. Und da sind wir beim Patienten. Ich starte mal den Motor. Ihr seht, alle Lämpchen gehen aus, die eigentlich ausgehen sollten. Aber hier diese Motorkontrollleuchte, die leuchtet einfach weiter. Also finden wir raus, woran das liegt. Erstmal hier den OBD2-Stecker einstecken natürlich. Und dann haben wir hier das Gerät. Ich aktiviere erstmal die Sprache auf Deutsch. Man sieht schon, das Display sieht wirklich sehr schön aus. Lässt sich prima ablesen. Tolle Farben, schöner Kontrast. Also da gibt es nichts zu meckern. Und die Bedienung funktioniert über die Buttons, also kein Touchscreen, sondern hier unten einfach hoch, runter, Enter und zurück drücken. Und dann checken wir mal kurz hier den Batterietest. Ich schalte mal den Motor ein, dann wird es rot, dann wird es gelb und dann wird es gleich wieder grün. Was man sehen kann, ist die Spannung, die hier anliegt. Und gleich steht hier unten rechts noch bei Engine, jetzt auf Engine On. Also allzu viele Daten bekommt man da nicht, aber man kann schon mal sehen, ja, wie eben die Spannungsversorgung ist, würde ich mal sagen. Aber wir wollen ja hier die Fehlerdiagnose machen und die starte ich jetzt mal. Und dann wird hier kurz mal geschaut, gescannt, ausgelesen. Hier sehe ich schon Fehlercode, einer liegt vor. Und dann können wir mal genau reinschauen, was das für ein Fehlercode ist und was der uns sagen möchte. Ja, System zu dünn, also da ist der Kraftstoff wohl ein bisschen zu dünn geraten. Okay, wir löschen den Fehlercode einfach mal und da werden wir gefragt, ob das wirklich so sein soll. Und wir starten nochmal den Motor, achten auf die Motorkontrollleuchte und jawohl, sie ist aus. Wunderbar. Damit ist der Wagen zwar nicht repariert, aber das Ganze hat funktioniert. Man kann übrigens auch hier Fehlercodes händisch eingeben und dann mal schauen, was die genau zu bedeuten haben. Auch das ist eine nette kleine Nebenfunktion davon. Mein Fazit zu dem Diagnosegerät. Ich mag sehr, wie einfach die Bedienung ist. Die deutsche Übersetzung ist nur stellenweise etwas holprig, aber man kommt gut damit klar. Das Interface ist leicht verständlich. Ihr könnt euch die ganzen Diagnosedaten anschauen. Ihr könnt euch eine Schnelldiagnose anschauen, Spannungsversorgung der Batterie, Fehlercodes löschen. Ihr könnt hier auch speichern. Ihr könnt das an den Computer anschließen und eure Statistiken ausdrucken und noch vieles, vieles mehr. Hier waren auch ein paar Sachen mit dabei, die ich gar nicht verstehe, denn ich bin jetzt hier nicht vom Kfz-Fach. Aber ich würde sagen, das Gerät passt, es funktioniert, ist leicht zu bedienen, gut abzulesen und bietet die Funktionen, die man eigentlich hier erwarten darf. Von daher gibt es von mir den Daumen hoch und wenn ihr jetzt sowas braucht, ich packe den Link hier unten in meine Videobeschreibung und bedanke mich fürs Zusehen, Freunde. Und bevor jemand was sagt, natürlich haben wir den Wagen so nicht repariert, aber auch die Werkstätten bekommen den nicht repariert, denn die finden den Fehler nicht und dieses Kontrolllämpchen geht immer und immer wieder an, deswegen hatten wir den Erfolg. Jep, Lämpchen aus, mehr wollten wir gar nicht. Das nur kurz zur Erklärung. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.